Glaubt man dem Internet, ist Zucker ein weißer Teufel. Und auch viele Ärzte und Ernährungswissenschaftler behaupten das. Zucker wird für Übergewicht, Herzkrankheiten, den Untergang des Abendlandes und alles Mögliche verantwortlich gemacht. Zucker scheint der Killer schlechthin zu sein, wenn man sich in einschlägigen Blogs so umsieht. Aber was sagt die Beweislage eigentlich dazu? Ich musste mir das Ganze genauer anschauen. Es erscheint erstmal absolut wahr, dass Zuckerkonsum mit Diabetes, Herzkrankheiten und vor allem Übergewicht in Verbindung gebracht wird. Würde ich nicht tiefer graben, müsste ich ebenso die Alarmglocken läuten. Studien, die den Konsum von Softdrinks vergleichen, finden um bis zu 30% höhere Sterberaten bei den Gruppen mit dem höchsten Konsum an solchen Getränken. Zucker trägt massiv zum Geschmack eines Nahrungsmittels bei und wird daher oftmals mit leckeren Nahrungsmitteln in Verbindung gebracht. Eine Meta-Analyse von Lisa de Morenga und Kollegen im Auftrag der WHO fand heraus, dass Studien, in denen Probanden Zucker in Form von gesüßten Getränken verabreicht bekamen, im Schnitt 0,8 Kilogramm zunahmen. Gab man Menschen in den Studien stattdessen Kohlenhydrate, also etwas nicht Süßes, gab es diesen Effekt nicht. Aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen. In den Studien, die die gleiche Menge Kalorien am Tag zu sich nahmen, gab es keinerlei Gewichtseffekte. Das bedeutet, dass nicht der Zucker schuld war, sondern die vielen Kalorien. Das Problem ist daher nicht der Zucker, sondern die Schmackhaftigkeit und die damit verbundene höhere Kalorienzufuhr. Diese ist, wie wir bereits wissen, nicht nur bei Zucker zu finden. Bei leckerem Essen mit hoher Kaloriendichte neigen wir eher dazu, zu viel zu essen, als von eher langweiligem Essen. Übrigens, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du es schaffen kannst, nachhaltig schlank zu werden, dann kann ich dir mein Buch empfehlen für 6,95 €. Den Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung und ich werde dir hier sehr anschaulich erklären, worauf es ankommt, um nachhaltig schlank zu werden. Viel Spaß beim Lesen. Kapitel 1: Neurologische Grundlagen der Nahrungsaufnahme. Die Forschung von Anthony Sclafani war wegweisend für unser Verständnis der Neurologie der Nahrungsaufnahme. In einem Experiment gab Sclafani Ratten Wasser mit zwei Geschmacksrichtungen. Beide Sorten waren kalorienfrei. Eine schmeckte nach Weintrauben und die andere nach Kirsche. Die Ratten nahmen beide Sorten gleichermaßen enthusiastisch auf. Dann bekamen die Ratten eine kleine Menge Stärkelösung, immer dann, wenn sie das Kirschwasser tranken, per Magensonde injiziert. Die Lösung hat das Geschmackszentrum niemals berührt. Den Ratten war also die Gabe gar nicht bewusst. Dennoch entwickelten die Ratten eine Vorliebe für Kirschwasser und tranken nun deutlich mehr von dieser Sorte. Das Experiment wurde auch mit dem Traubenwasser wiederholt. Das Ergebnis war das gleiche. Wenn die Ratten Glucose injiziert bekamen, tranken sie mehr von der Sorte Wasser, die zeitgleich mit der Stärke konsumiert wurde. Auf Basis dieser Ergebnisse suchte eine Forschergruppe nach dem Grund für diesen Umstand. Sie fanden heraus, dass eine Region im Hirn, das ventrale Striatum, während der Gabe von Stärke durch eine andere Region stimuliert wurde. Die Area Tegmentalis Ventralis, kurz ATV, schüttet Dopamin aus und stimuliert damit das ventrale Striatum. Das Striatum ist Teil der Basalganglien. Dieser Teil des Gehirns ist sehr, sehr alt. Wir finden in nahezu jedem Tier mit einem Gehirn eine Form von Basalganglien, die noch immer die gleichen Funktionen wahrnehmen wie zu Urzeiten. Basalganglien lösen ein sehr klassisches Problem der neuronalen Steuerung, die Verhaltensselektion. Wenn wir einem Roboter sagen, er soll mit nur einer Farbe etwas malen, wird er das tun. Sagen wir aber, der Roboter hat zwei Farben und zwei Düsen, dann muss der Roboter zur richtigen Zeit die richtige Farbe auswählen. Dafür braucht er Feedback und Verständnis, an welchem Ort des Malens er im Moment ist, welche Düse welche Farbe enthält und welche Düse nun wie benutzt werden sollte. Die Auswahl, ob nun gelb oder blau richtig ist, erfordert eine Anfrage und eine Auswahl. Genau so funktionieren die Basalganglien des Gehirns auch. Unser Neurokortex, die neueste und am weitesten entwickelte Sektion unseres Gehirns, stellt permanent Anfragen, etwas zu tun. Die Basalganglien agieren als eine Form von Torwart. Sie lehnen die Anfragen einfach permanent ab. Beispielsweise mag ein Teil des Motorkortexes sagen, ich möchte gerne den Arm nach oben heben. Ein Teil des Striatum lehnt diese Anfrage ab. Der Arm bleibt, wo er ist. Wollen wir den Arm allerdings heben, gibt ein Teil des Striatum dieser Anfrage nun statt und erlaubt das Anheben des Arms. Das Striatum ist permanent mit dem Abwägen verschiedenster Anfragen beschäftigt. Kapitel 2: Der Mythos der Zuckersucht. Jetzt mag die Frage aufkommen, Jan, was hat das denn jetzt mit Zuckersucht zu tun? Dazu ein kurzer, minimaler Überblick über Neuronen, unsere Nervenzellen. Die funktionieren ähnlich wie ein Computer, indem sie nur zwei Zustände kennen. Feuern oder nicht feuern. Jetzt denkst du, wir sind doch keine Maschinen. Und das stimmt.
Denn diese Neuronen haben nun ein Aktionspotenzial. Das wiederum bestimmt, ab welchem elektrischen Zustand das Neuron nun feuert, also sein Potenzial an das nächste in Reihe geschaltete Neuron weitergibt. Bei vielen Neuronen gibt es nun Möglichkeiten, diese Wahrscheinlichkeit des Feuerns zu verändern. Ein Neuron kann sensibler werden oder weniger sensibel. Eine Möglichkeit, diese zu beeinflussen, ist die Menge der Neurotransmitter im synaptischen Spalt. Es gibt zwei Arten von Synapsen, die wir hier unterscheiden sollten. Bei elektrischen Synapsen ist der Spalt zwischen zwei Neuronen klein genug, dass die elektrische Ladung einfach weitergegeben wird. Bei den meisten Synapsen ist es aber so, dass sie nicht weitergegeben wird. Dieses Vakuum wird von Neurotransmittern gefüllt, die beispielsweise Serotonin und Dopamin heißen. Dopamin kennen wir oft als Glückshormon oder als Belohnungshormon. Das ist aber falsch. Es ist ein Lernhormon. In unserem Hirn sind Prozesse in einer Form aufgebaut, in der es Möglichkeitsgeneratoren gibt, die permanent Vorschläge an einen Selektor schicken. Der Selektor wiederum antwortet permanent mit einem Ja oder mit einem Nein. Die Verbindungsfreudigkeit dieser Nervenzellen hängt stark davon ab, wie viel Dopamin vorhanden ist. Wir nennen das neuronale Erregbarkeit. Je mehr Dopamin sich im synaptischen Spalt sammelt, desto wahrscheinlicher feuert ein Nerv. Das ist wichtig zu verstehen. Ein Nerv hat keinen Dimmer. Er feuert entweder mit allem, was er hat, oder er ruht. Ein Neuron bekommt immer ein Eingangssignal und wenn dieses Eingangssignal einen bestimmten Wert übersteigt, wird das Signal vom Neuron weitergeleitet. Mehr Dopamin bedeutet mehr Erregbarkeit und damit ein schnelleres Feuern bei einem kleineren Eingangssignal. Weniger Dopamin heißt somit auch weniger Erregbarkeit. Das führt im Umkehrschluss dazu, dass ein komplettes Fehlen von Dopamin dazu führt, dass wir komplett unseren Willen verlieren würden. Tatsächlich gibt es eine Krankheit namens Abolie, die vom Verlust der Willenskraft gekennzeichnet ist. Patienten mit Abolie verlieren die Motivation für alles. Sie hören auf zu essen, zu sprechen, auf die Toilette zu gehen oder auch nur sich anzuziehen. Patienten mit extremen Depressionen zeigen oft Anzeichen für Abolie. Aber die stärksten Fälle sind meist die Folge traumatischer Hirnverletzungen. Eine Verletzung beispielsweise von Teilen des Frontlappens oder der Basalganglien kann in Abolie enden. Ohne Dopamin ist die Konnektivität der Neuronen stark herabgesetzt, wodurch die Optionsgeneratoren zwar massig Anfragen an die Selektoren schicken können, diese aber nicht mit Ja antworten. Gibt man solchen Patienten Medikamente, die die Dopaminkonzentration erhöhen, wie beispielsweise Bromokriptin, Amphetamine oder ähnliche Substanzen, beginnen sie wieder ihr Leben zu leben und Entscheidungen zu treffen. Andersrum ist das faszinierenderweise ebenso. Wenn wir jemanden eine Substanz geben, die Dopamin in vielen Regionen erhöht, wird diese deutlich aktiver und trifft deutlich mehr Entscheidungen, oft auch ohne diese näher abzuwägen. Wir kennen das von illegalen Substanzen wie MDMA oder Kokain. Nehmen Personen diese Drogen, werden sie deutlich aktiver, bewegen sich mehr und treffen ab einem gewissen Konsumlevel auch deutlich andere Entscheidungen, als sie es tun würden, hätten sie diese Substanzen nicht konsumiert. Wenn wir nun ein leckeres Gericht konsumieren, können wir quasi diese gleichen Zentren im Hirn ansehen und was wir sehen, ist simpel. Sie feuern. Sclafanis Experimente sagen uns dabei, dass wir hier eine Sensorik, also den Geschmack, mit Energiegehalt verbinden. Das ergibt im Sinne der Evolution Sinn. Wenn wir etwas essen, sollte unser Körper irgendwie merken, dass da Energie drin ist. Wir könnten ja auch einfach wie ein Wiederkäuer am Boden einer Wiese liegen und das Gras essen. Das können wir aber nicht verdauen. Der für uns verfügbare Energiegehalt wäre quasi gleich Null. Unser Gehirn lernt somit, welche Geschmäcker sich mit Energiegehalt verbinden. Wenn wir bestimmte Nervenverbindungen öfters Feuer lassen, dann werden sie plastisch. Wir entwickeln Vorlieben. Wenn wir einem Westeuropäer die oft geschmacklich für uns exotischen Desserts der südostasiatischen Küche vorsetzen, wird derjenige diese oft nicht als lecker wahrnehmen. Je öfter man sie aber isst, desto mehr wird man sie allerdings mögen. Wir nennen das einen erlernten Geschmack. Andersherum ist das ähnlich. Jemand, der ohne westliche Desserts in Asien groß geworden ist, wird westliche Desserts oft erstmals als viel zu süß wahrnehmen und gewöhnt sich dann aber mit der Zeit immer mehr daran. Das liegt daran, dass die Menge Zucker und die Geschmacksträger in den Desserts sich unterscheiden. Der Geschmack, der uns sagt, das ist gut, weil da viel Energie drin ist, hat sich noch nicht entwickelt. Das erscheint erstmal interessant, aber stützt das nicht die These der Zuckersucht? Kurzum, nein. Eine Zuckersucht zu unterstellen ist viel zu simpel und erklärt überhaupt nicht die Problematik. Es ist zwar wahr, dass in Hirnscans die gleichen Regionen aufleuchten wie beim Konsum von Kokain, wenn wir jemanden, der dick ist, ein Dessert zeigen. Das hat aber nichts mit einer Sucht zu tun. Zeigen wir demjenigen einfach nur einen Haufen Zucker, passiert nämlich
gar nichts. Wenn wir jemanden mit einer stark stoffgebundenen Sucht haben, beispielsweise Nikotin oder Heroin, wird derjenige oftmals alles tun, um etwas vom Stoff zu bekommen. Drogen dieser Art wirken nämlich auf unser Belohnungssystem. Sie werfen es regelrecht aus der Bahn, indem sie das System völlig überfluten. Gewöhnt sich der Körper daran, gibt es eine Art Anpassung, ein neues Gleichgewicht, bei dem ohne die Substanz ein Zustand herrscht, bei dem die Symptome oft verheerend sind. Jemand, der eine solche Sucht auslebt, ist bereit, alles zu tun, um seiner Sucht nachzugehen. Jemand, der aber süchtig nach Essen ist und sich nicht unter Kontrolle hat, wird kaum puren Zucker zu sich nehmen. Es ist sogar enorm schwierig, jemanden davon zu überzeugen, eine pure Glukoselösung zu trinken. Diabetiker, die einen Glukosetoleranztest machen, müssen genau das oft tun. Und oft braucht das Überwindung. Auch bei Personen, die tatsächlich gerne viel essen. Das liegt daran, dass Zucker kaum einen Eigengeschmack hat. Es ist ein Geschmacksträger. Damit dieser wirkt, muss ein sensorischer Reiz, also Geschmack, da sein. Deswegen trinken wir auch keine Glukosemischung, sondern Cola oder Fanta. Das ist auch einer der Gründe, wieso wir bei vielen asiatischen Gerichten durchaus einen ähnlichen Geschmack haben. Zumindest, wenn sie ein wenig europäisiert sind. Ein wenig Glutamat, Salz und Pfeffer und schon haben wir wunderbare Geschmacksträger, die auch unseren europäischen Gaumen schmecken. Geht es dann um authentische Küche, ist diese oft etwas gewöhnungsbedürftiger. Hochverarbeitete Lebensmittel in der westlichen Welt haben oft ein paar Eigenschaften, die sie zum idealen Signalgeber für unser Striatum machen. Wer einen saftigen Burger isst mit vielen Zutaten, weiß, dass es eine kleine Geschmacksexplosion ist. Ein guter Patty ist noch ein wenig fettig. Die Menge Salz im Burger ist gerade hoch genug, um den Geschmack etwas zu erhöhen. Denn dieser trifft meist auf Käse, der selbst sehr fettig ist und einen gewissen Geschmack hat. Die Brötchen sind oft mit ein wenig Zucker versehen, damit sie süßer schmecken. Die Soßen spielen genau wie der Bacon ebenso mit intensivem Geschmack. Und auch die Energiedichte ist enorm. Ein guter Burger kann problemlos mal 1000-1200 Kalorien aufweisen. Der letzte Trick dabei, der Burger ist einfach zu verspeisen. Wenn wir Stunden daran rumkauen müssten, wäre es kein guter Burger. Jeder Biss muss auf der Zunge zergehen. Eine optimale Sensorik mit sehr hoher Energiedichte. Das liebt unser Striatum. Dabei ist es völlig egal, ob es sich dabei um Zucker oder Fett handelt. Ob der Grundgeschmack nun süß oder herzhaft oder Umami ist. Der heutige Burgerladen bedient ja eh beides. Nach dem herzhaften Burger gibt es dann noch den Milchshake mit Schokoladensoße, Sahne mit Zimthäubchen und einer Eiskugel. Die Süße ist ein völlig anderer Geschmack. Manchmal spricht man vom Dessertmagen, in den das Eis immer dann noch reingeht, wenn man eigentlich schon voll ist. Das nennen wir auch sensorisch-spezifische Sättigung. Wir sind herzhaft satt, aber eben noch nicht süß satt. Die Konsistenz des Milchshakes ist ebenso ideal. Damit haben wir nun ein deutlich interessanteres Bild. Denn es geht um Essen statt einfach nur um Zucker oder einfach nur um Fett. Es geht nicht um einen Nährstoff, sondern um eine Kombination von Nährstoffen. Weil die Dopaminausschüttung zum ventralen Striatum besonders dann signifikant ausfällt, wenn wir mit besonders nahrhafter Nahrung konfrontiert sind. Und das spielt vor allem deswegen eine Rolle, weil wir heute so viel leckeres Essen mit hoher Energiedichte haben. Nicht, weil der Zuckerkonsum so hoch ist, was er tatsächlich bei den meisten gar nicht ist. Anders als bei vielen ärmeren Völkern, die Landwirtschaft ihr eigen nennen, gibt es bei den uns heutzutage bekannten untersuchten Naturvölkern kein einziges, das Mängel an Mikronährstoffen aufweist. Alle diese Naturvölker hingegen arbeiten den Großteil ihres Tages daran, Essen und Nahrung zu finden. In unserer Evolution gab es keinen Selektionsdruck, der Menschen für ihre Fähigkeit belohnt hat, besonders mikronährstoffreiche Ernährung zu finden, also Vitamine und Mineralien. Wir sind eine Suchmaschine für besonders energiereiche Nahrung geworden, die eben auch besonders schmeckt. Sie schmeckt uns, weil wir besser überleben konnten, wenn wir energiereiche Lebensmittel sehr lecker fanden. Dazu ein kleiner Wink zurück zu Anthony Sclafani. Die Geschichte der Übergewichtsforschung nahm eine entscheidende, unerwartete Wendung, als in Anthony Sclafanis Labor die Verzweiflung ausbrach, weil man es einfach nicht schaffte, eine Ratte Fett zu füttern. Wir benutzen Nagetiere schon viele Jahrzehnte in der Forschung. In den 70ern war es jedoch gar nicht so einfach, dicke Ratten zu erzeugen. Während Ratten sich durch einfache Zufütterung fettiger Nahrung über einige Monate Fett füttern ließen, brauchte man ewigen Vorlauf und hatte das Gefühl, man müsste die Ratten nahezu dazu überreden. Eines Tages in den 70ern entlief Sclafani eine Ratte und er fand sie, wie sie sich über sein Frühstück hermachte. Fruit Loops. Sclafani kaufte Nachschub und begann die Ratten mit den Cerealien zu füttern und die Ratten hörten gar nicht mehr auf zu essen. In kürzester Zeit waren sie fett. Sclafani prüfte noch deutlich mehr Nahrungsmittel.
von Marshmallows, Schokokeksen, Salami oder Erdnussbutter wurden die Ratten deutlich schneller fett als von ihrem eigenen Futter. Kapitel 3: Essverhalten und Belohnungssystem. Von diesen Ergebnissen inspiriert, untersuchte Erik Raffusin in den 90er Jahren, wie sich eine solche Ernährung auf Menschen auswirkt. Das ist nicht ganz so einfach, denn Menschen sind in Studien nicht immer so kooperativ. Deswegen steckten die Forscher eine Reihe von Menschen in eine abgeschlossene Krankenhausumgebung, in der sie ihr Essen kostenlos aus einem Automaten bekamen. Dieser Automat war mit Dingen gespickt, die besonders verführerisch erschienen. Cola, M&Ms, Käsekuchen oder Pudding. Es gab auch ein paar normale Gerichte, aber insgesamt dominierten stark kalorienhaltige Mischungen aus Zucker und Fett. Die Probanden mussten nur einen Code eingeben, um sich selbst zu identifizieren und konnten dann essen, so viel sie wollten. Die Probanden begannen, immer mehr zu essen. Das Resultat des Experiments war, dass sie 73% über ihren Kalorienbedarf aßen, sie haben sich also maßlos überfressen. Dieses Verhalten mag erstmal seltsam erscheinen, aber denken wir wieder an die optimale Strategie. Wir denken kurzfristig und der Automat bot sehr günstig mit sehr niedrigem Zeitaufwand hohe Mengen Kalorien an. Das Jäger-Sammler-Gehirn schlägt zu und bringt die Probanden dazu, mit steigender Zeit immer weniger Disziplin aufzuwenden und stattdessen Energie zu sammeln. Die Umgebung und das Angebot waren so verlockend, dass der Verstand der Probanden aussetzte. Nach 7 Tagen dieser Umgebung waren die Probanden knapp 2 Kilo schwerer. Für Raffusin war dies ein Erfolg, denn normalerweise ist es gar nicht so einfach, Probanden dazu zu kriegen, mehr zu essen. Raffusin hatte eine verfettende Umgebung geschaffen mit den idealen Nahrungsmitteln, um Menschen automatisch dicker zu machen. Kapitel 4: Gesundheitsrisiken und Ernährungsrealität. Jetzt kommen wir zurück zum Thema Gesundheit. Selbst wenn Zucker nicht süchtig macht, ist er immer noch für viele der absolute Teufel. Man möge ja unbedingt längere Kohlenhydrate konsumieren. Rein epidemiologisch stimmt es, dass langkettige Kohlenhydrate eher mit Gesundheit in Verbindung gebracht werden. Das ergibt aber insofern wenig Sinn, weil es noch 3 Kohlenhydrate gibt, die tatsächlich aufgenommen werden können. Menschen können nur Glucose, Fructose und Galactose aufnehmen. Egal, ob wir ein Vollkornbrot oder eine Kartoffel essen oder einen Milchshake trinken. Die Bestandteile werden immer in Glucose, Fructose und Galactose zerlegt und auch nur so aufgenommen. Kurzkettige Kohlenhydrate werden eben nur schneller ins Blut gebracht. Einige Kritiker argumentieren, deswegen wären sie schädlich. Das stimmt so nicht und ist auch wieder viel zu einfach gedacht. Wie bereits eingangs erwähnt, treten viele Effekte von Zucker erst dann auf, wenn sie im obersten Dezil konsumiert werden, was dem Doppelten des Durchschnittsverbrauchs und mehr betrifft. Es gibt nun einige, die argumentieren, es ginge gar nicht um Zucker. Sie zitieren Dr. Lustig, der ein virales Video über Fructose publiziert hat. Dabei ist die Aussage, Fructose wird insulinunabhängig verarbeitet und zerstört die Leber und verfettet sie. Die gleichen Argumente treffen damit auch Glucose-Fructose-Sirup oder Isoglucose und Agavendicksaft, der zu 90% aus purer Fructose besteht. Um die Gesundheitseffekte von Zucker und Glucose-Fructose-Sirup herrscht seit langem eine harsche Debatte. Die eine Seite behauptet, der Sirup wäre seit den 80ern für Diabetes und Fettleibigkeit verantwortlich. Die andere Seite wiederum, dass zwischen Sirup und Zucker kein Unterschied besteht. Seit den 2000ern haben beide Parteien sich einen nahezu beispiellosen Krieg geliefert. Eine Seite wettete gegen HFCS, die andere gegen Zucker. Beide Seiten finanzierten dabei Wissenschaftler, die dabei teilweise mit hervorragender Akribie und in anderen Fällen mit unglaublicher Schlampigkeit vorgingen. Das Ergebnis ist wie beschrieben, dass Zucker nur in sehr hohen Mengen problematisch ist. Das gilt ebenso für Glucose-Fructose-Sirup. Es braucht Mengen von ca. 30-40% der gesamten Energiezufuhr in Form von Fructose, bis es die ersten problematischen Effekte gibt. Wie gerade beschrieben, braucht es dafür mindestens 250 Gramm Zucker und mehr. Das gilt übrigens auch für die Entwicklung einer Fettleber. Zucker ist Sucrose, wiederum bestehend aus 50% Fructose und Glucose. Da ein Teil der Fructose in der Leber zu Triglyceriden verarbeitet wird, so argumentiert beispielsweise Dr. Lustig, würde jeglicher Fructosekonsum eine Fettleber begünstigen. Das tut er allerdings nur, wenn man bereits dick ist. Triglyceride in dünnen Patienten werden schlichtweg als Energie verbrannt. Bis zum massiven Anstieg von Übergewicht war eine Fettleber den Alkoholikern vorbehalten. Meist dadurch bedingt, dass Ethanol eben eine 100%ige Verarbeitung erzwingt, direkt in der Leber. Aber ohne Alkohol ist eine Fettleber bei dünnen Personen ohne Übergewicht und Diabetes kaum vorstellbar. Dennoch argumentieren einige Quacksalber, dass es um Fructose geht, die uns alle dick macht. Vor allem die Leber. Die Forschung zeigt jedoch, dass in solchen Fällen fast immer Übergewicht vorausgeht und vor allen Dingen eine Insulinresistenz.
Wenn eine Person insulinresistent wird, dann reagiert ihre Leber ebenso wie andere Zellen nicht mehr auf die Signalwirkung von Insulin. Damit kann Fett in den Fettzellen nicht mehr gut eingelagert werden. Stattdessen lagert es sich dann in der Leber an. Die Leberzellen entzünden sich und es entsteht eine Hepatitis. Ohne Übergewicht und Alkohol gibt es daher so gut wie nie eine Fettleber. Fructose ist weniger das Problem als die Energiezufuhr. Das zeigt sich auch bei isokalorischer Ernährung bei einer mittleren Zuckerzufuhr. James Rippe und seine Kollegen, die übrigens, das muss erwähnt werden, von der Zuckerindustrie bezahlt werden, testeten in gesunden Patienten, welchen Effekt eine 18%ige Zufuhr von Kalorien durch verschiedene Zuckervarianten hätte. Das entspricht dem Median, also dem Wert, der in einer Auflistung von Werten in der Mitte an zentraler Stelle steht, der Zufuhr in den USA. Sie fanden bei einer isokalorischen Ernährung keinerlei Effekte auf Insulin, Insulinresistenz, Blutzuckerwerte oder Gewicht. Die Literatur prügelt sich ein wenig darum, welcher Wert als optimal gilt. Einige Studien geben 40 bis 50 Gramm Fructose und damit ca. 100 Gramm Zucker als maximalen Wert an. Andere Positionen, die liberaler sind, geben 90 Gramm Fructose am Tag und 180 Gramm Zucker als problemlos an. Mittelfristige Studien hingegen zeigen keinerlei Effekte bei 250 Gramm Zucker am Tag, obwohl das schon eine riesige Menge ist. Einige Autoren argumentieren, dass Zucker mitschuldig ist am metabolischen Syndrom und Typ Diabetes 2. Allerdings ist das nur der Fall, insofern die Person auch zu viel Körperfett hat. Hat die Person einen normalen Körperfettanteil und auch entsprechend verbrauchende Muskulatur, ist es nahezu ausgeschlossen, am metabolischen Syndrom zu erkranken. Einen normalen Körperfettanteil weisen nur 15% der Fälle mit metabolischem Syndrom auf und in fast allen dieser Fälle gibt es entweder andere Grunderkrankungen oder es sind Personen mit sehr wenig Muskelmasse. Was schließen wir daraus? Zucker ist zwar ein Stoff, der deutlich zu viel konsumiert wird, aber eben auch kein Monster. Der leckere Geschmack als Grund für das zu viele Essen ergibt auch deutlich mehr Sinn, als Zucker dafür verantwortlich zu machen. Fazit: Ein ausgewogener Blick auf Zucker. Margaret Westwater und ihre Kollegen haben das Thema Zuckersucht in einem Review professionell ad acta gelegt. Esssucht, die Sucht nach Essen, wird heutzutage im gleichen Rahmen verstanden wie die Sucht nach bestimmten Drogen. Diese Süchte kennzeichnen sich durch einen Kontrollverlust gegenüber der Substanz, einen gesteigerten Willen und Motivation zum Konsum und die Bereitschaft zum Konsum trotz negativer Folgen. Während die Forscher imstande waren, diese in Ratten darzustellen, war es bisher immer nötig, wohlschmeckende Nahrung zuzubereiten. Nur Zucker oder eine reine Glukoselösung sind deutlich weniger effektiv als beispielsweise der Einsatz von Süßigkeiten. Interessanterweise haben frühe Studien bei Ratten unterschiedliche Effekte gezeigt, je nach Geschmack. Das Präparat mit Schokogeschmack hat Ratten deutlich mehr dazu gebracht, zu viel zu essen. Studien zeigen zudem, dass die Wahrnehmung von Geschmack extrem wichtig ist, damit das Belohnungszentrum reagiert. Nur die Kombination von Energie und Geschmack ist imstande, den vorher beschriebenen Effekt auf die Area ventralis tegmentalis und die Basalganglien auszulösen. Nur Geschmack oder nur Energie reichen nicht aus. Eine Nahrungsmittelsucht über Zucker zu definieren, ist im Menschen sowie Ratten daher nicht möglich, da es um ein überaktives Belohnungssystem und damit eine Art Geschmackssucht geht. Zuckersucht, so wie sie oft von alternativen Gesundheitsseiten beschrieben wird, existiert schlicht nicht. Was hingegen existiert, ist die unterschiedliche Reaktion von Menschen auf energiedichte Lebensmittel. Es ist nicht Zucker, sondern die Kombination aus Donuts und Steaks, die uns das Leben schwer macht. In einer Studie von C.R. Markus wurde der Anteil von Produkten getestet, die bei einer positiven Diagnose von Esssucht für Probleme sorgen. Dabei kam heraus, dass mehr als 50% der Probanden entweder extrem fettige oder sehr süßfettige Produkte als problematisch ansehen. Weniger als 5% der Personen gaben Probleme mit Nahrungsmitteln an, die zu einem großen Teil aus Zucker bestehen. Und genau das ist es eben. Unser Belohnungssystem belohnt Zucker samt Fett als Kombination, nicht den einzelnen Rohstoff. Übrigens, in meinem gesamten Leben habe ich noch nie jemanden gesehen, der zuckersüchtig ist. Denn noch niemand hat neben mir die Suchtanzeichen gezeigt, dass er nun unbedingt einen Zuckerspender im Café leer machen müsste oder mal kiloweise Zucker kauft und diesen pur isst. Nein, es ist immer der gesüßte Kaffee, die Cola, das Plätzchen, der Kuchen oder das Eis. Die Kombination aus Fetten, Proteinen, Zucker und Geschmacksstoffen, die durch diese verstärkt werden. Es ist die zweite Portion, es ist der üppige Nachtisch. Es wird eben deutlich unterschätzt, wie schnell eine Person dicker wird. Wenn eine normalgewichtige Frau das ist, was ein normalgewichtig durchschnittlicher Mann ist, wird sie innerhalb weniger Jahre komplett adipös sein. Wenn ein normalgewichtiger Büroangestellter das verspeist, was ein Athlet am Tag verdrückt, wird er in wenigen Jahren rund sein wie eine Kugel. Ein Aspekt gesunder Ernährung ist es,
Zucker insofern zu limitieren, sodass wir als Zutaten unserer Nahrung zu einem großen Teil nicht verarbeitete Lebensmittel nutzen und diese dann selbst verarbeiten. Ein weiterer Faktor ist es, dass zuckerhaltige Lebensmittel nur 20% unserer Energiezufuhr ausmachen sollten. Auf diese Weise reduzieren wir die Zufuhr an Zucker automatisch auf ein unproblematisches Niveau und reduzieren auch den Kombinationseffekt mit Fetten auf unsere Energiezufuhr. Kontrollieren wir Letzteres, kontrollieren wir auch einen Teil unserer Gesundheit.